Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Wir sehen uns heute das Xiaomi Mi 5 etwas genauer an. Ein Smartphone, das eigentlich von einem asiatischen Markt stammt, beziehungsweise natürlich von einem asiatischen Hersteller auch stammt. Man sieht es hier auch am Cover. Das sind Schriftzeichen, die nicht in den europäischen Raum gehören. Wir haben nämlich hier einen Hersteller, der ein recht aufstrebender eigentlich ist, in seiner Region zumindest auf dem europäischen Markt noch nicht ganz Fuß gefasst hat, weil einfach die Smartphones vermutlich auch noch nicht so ganz auf den europäischen Markt zugelassen, beziehungsweise zugelassen natürlich schon, aber nicht ausgelegt sind. Das merkt man beispielsweise daran, dass wir hier noch ein paar Komponenten haben, die man nicht ganz angepasst hat. Man hat hier ein laufendes Android 6.0, das man aber mit einem User Interface, dem sogenannten MI7, überzogen hat sozusagen. Das ist ein User Interface von Xiaomi selbst, das man dort integriert hat, und damit tut man es sich teilweise fast ein bisschen schwer, weil man besteht auf dieses User Interface, hätte eigentlich aber auch die Möglichkeit, Android mit den verschiedenen Sprachen und die verschiedenen Sprachmöglichkeiten, die mehr oder weniger in dem System vorhanden sind, besser zu nutzen. Der Knackpunkt ist, und das werden wir im Laufe dieser Playlist an manchen Stellen zumindest erkennen, dass dort teilweise die Übersetzung ins Deutsche oder die Übersetzung in anderen Sprachen einfach noch nicht flüssig funktioniert. Teilweise gibt es Fehlübersetzungen, teilweise gibt es einfach Stellen, die noch gar nicht übersetzt wurden. Das werden wir also im Laufe der Playlist noch feststellen. Man hat natürlich dort immer die Möglichkeit, das ganze Smartphone auch insgesamt auf Englisch zu nutzen, oder eben, man muss teilweise eben also ein bisschen zurückrudern, und in der Bedienung gibt es eben ein paar Stellen, die wirklich auf Englisch nur bedienbar sind, und alternativ hat man die Möglichkeit, über mehr oder weniger Entwickleroptionen und über größere Umwege dort auch die deutsche Sprache irgendwie auf dieses Smartphone zu bringen. Das erstmal vorab sozusagen als kleiner Dämpfer mehr oder weniger zu der Verfügbarkeit dieses Smartphones. Es ist erstmal nicht für den europäischen Markt insgesamt gedacht. Es ist durchaus für den europäischen Markt erhältlich. Wenn man es beispielsweise über Online-Stores versucht, schafft man es ohne Probleme, an dieses Smartphone zu gelangen. Es liegt auch eine Steckdose, eine europäische Steckdose dabei, das heißt ein Netzadapter, der in unsere standardmäßige Steckdose passt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt eben in der Menüführung dieses Smartphones noch den ein oder anderen Knackpunkt, den man dort bei Xiaomi noch nicht angegangen hat, weil das eben erstmal ein Smartphone ist, das sich eigentlich auf die rein asiatischen Märkte konzentriert. Aber so viel erstmal vorab, so viel möchte ich eigentlich gar nicht sozusagen erstmal darüber reden, ohne dass wir es uns sonst angesehen haben. Wir werfen jetzt natürlich erstmal einen Blick in den Lieferumfang, wir werfen einen Blick auf das Smartphone und wir reden selbstverständlich über ein paar der technischen Details, sowohl auf Seiten der Hardware als auch auf Seiten der Software. Wenn wir uns dieses Smartphone ansehen, dann sehen wir hier zunächst einmal, wir haben hier ein Smartphone, das wie auf dem Cover abgebildet in vier verschiedenen Farben erhältlich ist. Das sind die Farben Gold, das ist die Farbe Weiß, Schwarz und das ist auch die Farbe Pink. Das sind diese einzelnen Optionen, in denen man das Cover eben bzw. das Gerät in der jeweiligen Farbwahl eben kaufen kann. Wir eröffnen einfach hier einmal das Video mit dem Öffnen der Box und sehen dann hier direkt einmal das Exemplar vor uns, das Xiaomi Mi 5. Und wir legen zunächst einmal den Lieferumfang beiseite, sehen uns das Smartphone an sich einmal an, werden aber wie versprochen natürlich noch später uns den Lieferumfang auch noch etwas genauer ansehen. Entfernen hier einmal ganz kurz die mitgelieferten Verpackungsfolien und sehen uns dann das Smartphone an sich erst einmal an. Das Xiaomi Mi 5 ist ein Smartphone, das, wenn man es sich näher ansieht, erstmal natürlich ein Smartphone mit überschaubarer Größe ist. Wir haben hier ein Smartphone-Display, das insgesamt 5,15 Zoll groß ist. Das heißt, wenn man hier an den einzelnen Kanten sich das auch nochmal ansieht und zusätzlich ein Gerätegehäuse hat, das relativ nah an dieses Display angeht, man hat hier ein Smartphone, das nicht allzu groß ist und eben dementsprechend auch gut bedienbar ist. Einhandbedienung ist hier eigentlich ohne Probleme möglich. Hier kommt man noch relativ gut bei dieser Zollgröße eben mit dem Daumen von links unten nach oben rechts. Das ist erstmal kein Problem. Xiaomi baut hier übrigens ein Display ein, das über eine Full-HD-Qualität bzw. Full-HD-Auflösung verfügt, das heißt 1920 x 1080 Pixel stehen uns hier zur Verfügung, um das Ganze zu bedienen bzw. uns Dinge anzeigen zu lassen, und es handelt sich von der Display-Art her gesehen um ein IPS-Display. Helligkeit etc., das sind natürlich alles Dinge, die wir uns später erst im Laufe der Playlist ansehen werden, da wir das Gerät natürlich hier in diesem Video noch nicht anschalten, sondern uns erstmal ein bisschen über die Geräteeigenschaften und über das Gerät an sich verständigen wollen. Man hat hier, wie man aber eben sagen muss,
wie gerade kurz betont, sozusagen eigentlich ein Edge-to-Edge-Display. Das heißt, ein Display, das nahtlos ohne das Material dazwischen gesetzt wurde oder ohne das Material dort eben erkennbar ist, von der einen Displaykante zu der anderen Displaykante geht. Das erstmal von rein hardware-technischer oder optischer Seite. Wir werden uns hier später natürlich im nächsten Video so gesehen in der Playlist dann noch ansehen, ob dieses Display wirklich Edge-to-Edge diesen Titel sozusagen verdient hat. Denn wenn man so ein bisschen in, ich glaube, auf dem Video erkennt man es selber nicht, aber ich erkenne es hier zumindest oder meine es zu erkennen, dass es zumindest unterhalb des Glases noch einen kleinen Absatz gibt. Das heißt, wir haben vermutlich auch hier wieder ein Smartphone, das, wenn wir es später anschalten werden, trotzdem dann natürlich über das von dem Display Glas einmal von Kante zu Kante geht, aber das wirklich bedienbare Display, das heißt dort, wo wirklich Pixel liegen und Pixel angezeigt werden und aufleuchten, das dann wieder eine wirkliche Kante dann generieren wird. Aber das werden wir uns später ansehen. Erst einmal rein optisch gesehen im ausgeschalteten Zustand ein Display, das wirklich von Kante zu Kante geht. Für die Außenmaße bedeutet das natürlich dann auch, dass man hier als Hersteller nicht allzu viel von der linken Kante und rechten Kante sozusagen vom Display Abstand nimmt, denn wir haben hier in der Breite gerade einmal 69,2 mm, wir haben in der Höhe 144,55 mm und wir haben in der Tiefe beziehungsweise in der Dicke des Smartphones 7,25 mm insgesamt, also Smartphone-Maße, die wirklich überschaubar sind und sich eben relativ nah an dem 5,15 Zoll großen Display orientieren. Von dem Gewicht ist es auch ein gut handhabbares Smartphone, 129 Gramm ist das Ganze schwer und behält dafür aber immerhin bei der Zollgröße eine Akkukapazität von 3000 mAh für den Nutzer bereit. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass man mit diesem Smartphone gut über einen bedienungsreichen Tag kommt. Im Übrigen kann man das Ganze auch mit Schnellladetechnik wieder auf ein normales Level bringen, Quick Charge in der Version 3.0 mit USB Typ C, wie man hier sehen kann, liegt der Box bei. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, innerhalb relativ kurzer Zeit den Akku eben wieder auf einen bedienbaren Stand und auf einen mobilen Akkuladezustand zu bringen, um das Smartphone dann eben wieder bedienen zu können. Was sehen wir bei diesem Smartphone ansonsten? Wir wollen uns natürlich jetzt noch einmal ganz kurz umsehen. Wir haben auf der Vorderseite erst einmal Gorilla Glass. Ich kann euch an dieser Stelle gar nicht sagen, welches Gorilla Glass genau. Es dürfte Gorilla Glass in der Kategorie 3 oder 4 sein. Ich bin mir gerade aus dem Kopf nicht ganz sicher, es dürfte Kategorie 4 sein. Wir haben auf der Rückseite ansonsten auch nochmal eine Glasfläche, die hier, oder es mutet zumindest wie Glas an. Es ist erstmal schwer zu beschreiben. Wir haben hier wahrscheinlich eine relativ dünne Aluminiumfläche, die man hier eben mit dieser Art Klavierlack überzogen hat. So viel zunächst einmal zu den Beschreibungen sozusagen. Ich kann euch das Material auf der Rückseite nicht komplett näher benennen. Vorne haben wir definitiv Gorilla Glas, auf der Rückseite schwierig, haben wir vermutlich auch entweder noch eine Glasfläche verbaut. Es sieht hier aber erstmal aus wie eine dünne Aluminiumfläche, die man mit dieser Art Klavierlack überzogen hat. Das Ganze mündet dann eben in diesen Aluminiumrahmen, der einmal komplett um das Gerät herumgezogen wurde. Man hat hier ein mattiertes Aluminium. Wie man hier sehen kann, das Ganze wurde auf Seiten der Displayfläche, das heißt, wenn es wirklich um die Kante geht, die zum Display geht, dort wurde es nochmal ein bisschen angeschliffen bzw. poliert, glänzt dort also auch. An den anderen Stellen geht es relativ nahtlos und eigentlich fast ohne Kante in die Rückseite über. Gut in der Hand liegen wird es allein aus diesem Aspekt schon, weil eben von der Kante bis hier eine relativ starke Abrundung dort zu bemerken ist. Das heißt, wenn man das Ganze in die Hand nimmt, dann ist es eben die Handfläche, die auf der Rückseite abgerundet dort Platz finden kann. Eine richtige Kante sozusagen, wo man das Ganze nicht stark nochmal abgerundet hat, ist dann hier auf der Vorderseite, was ich aber auch nicht schlimm finde. Das heißt, das Display geht hier aber eigentlich nahtlos in die Kante über und dann gibt es eben den Knick nach hinten. So viel erstmal also zu dem Aufbau, zu der Konstruktion dieses Gehäuses. Ja, man kann eigentlich nur sagen, definitiv gut verbaut und hochwertige Materialien scheinen hier auch verwendet worden zu sein. Dort gibt es also überhaupt keine Beanspruchung. Auch die Kamera hier hinten ist zum Beispiel nahtlos in das Gehäuse eingelassen. Und auch hier hat man eben Aluminium, mattierte Schaltflächen, die man hier nochmal angebracht hat. So viel also erstmal vom rein optischen, rein äußeren. Wir werden uns jetzt zunächst einmal Vorder- und Rückseite bzw. die Kanten näher ansehen und dort nochmal über ein paar Details sprechen. Auf der rechten Kante finden wir
den Volume Rocker, das heißt die Lautstärke-Taste. Wir finden einen Power-Button zum Anschalten, zum Ausschalten, zum in den Ruhezustand versetzen oder dort wieder herausholen. Unten finden wir ein Micro-USB-C-Port mit Schnellladefunktion, das heißt, Daten können dort übertragen werden oder wir können den Akku aufladen. Rechts finden wir den Lautsprecher, links finden wir das Mikrofon an sich. Das heißt, man hat das Ganze symmetrisch aufgebaut. In der Mitte liegt der USB-C-Port, rechts der Lautsprecher, links mit der gleichen Bohrlochanzahl sozusagen das Mikrofon, wovon aber 1, 2, 3, 3 kleine Löcher erstmal so gesehen verschlossen sind. Das heißt, eigentlich nur das kleine Bohrloch, das wirklich näher am USB-C-Port liegt, das scheint wirklich dort auch mit einer Funktion besehen zu sein. Auf der linken Seite finden wir dann den Nano-SIM-Kartenschacht. Zwei SIM-Karten können wir hier einfügen. Das werden wir uns im Laufe des Videos auch noch ansehen und den einmal ganz kurz herausprokeln. Wir haben nicht die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Wir haben hier einen fest verbauten Akku und auch einen fest verbauten internen Speicher, der sich nicht weiter dort erweitern lässt. Und dieser interne Speicher, der kommt eigentlich gängigerweise hier in drei verschiedenen Kategorien. Einmal in 32, einmal in 64 und einmal in 128 GB Größe. Das heißt, man hat hier die Möglichkeiten, ähnlich wie beim iPhone beispielsweise, sich eben in diesen Kategorien auszutoben, aber hat leider kein Gerät hier konstruiert, bei dem das Ganze auch erweiterbar wäre über eine MicroSD-Karte beispielsweise. So viel aber erstmal dazu. Oben finden wir dann die 3,5 mm Klinke zum Anschalten eines Kopfhörers beispielsweise. Wir finden einen Lichtsensor, Mikrofon und das sind erstmal die einzelnen Sachen, die wir auf den Kanten finden. Auf der Rückseite finden wir dann die Hauptkamera und direkt dort neben eine duale LED. Die eine LED liegt dabei in einem Kaltweißbereich, die andere LED liegt in einem Bereich, der mehr ins Rötliche oder mehr ins Orange geht. Das heißt, hier sollte man wieder relativ gute Chancen haben, bei diesem Dualblitz eben auch Hauttöne, wenn man zum Beispiel ein Porträt aufnehmen möchte über die Hauptkamera, dort die Hauttöne relativ gut darzustellen. Die Kamera, die man hier auf der Rückseite des Smartphones angebracht hat, die Hauptkamera also, die löst mit insgesamt 16 Megapixeln auf, bedeutet für die Qualität in der Videoaufzeichnung dort 4K-Modus, das heißt 3840x2160 Pixel. Gängiger Standard in der Videobildrate sind dort 30 Frames per Second, das heißt 30 Bilder pro Sekunde. Wir haben in der Rückkamerabereich dort auch die Möglichkeit, eine Zeitlupe aufzunehmen, Gesichtserkennung, Autofokus, Panorama, Selbstauslöser, HDR-Modus oder auch Touchfokus sind erstmal sozusagen als kleiner Teaser, obwohl wir uns das später natürlich noch ansehen werden im Laufe der Playlist, dort verbaut. Blende übrigens liegt bei 2,0, das heißt eine Kamera, die, naja, wir werden es ich will gar nicht so viel teasern, wir werden uns das später in der Playlist ansehen. Blende 2,0, Punkt auf der Hauptkameraseite. Blende auch 2,0 im Frontkamerabereich. Die Frontkamera löst mit insgesamt 4 Megapixeln auf. Das heißt, dort findet man teilweise schon Kameras im vergleichbaren Feld, die eine höhere Megapixelanzahl haben. Aber auch dort wollen wir erst, ehe wir über die technischen Werte dort meckern, uns das später etwas genauer ansehen. Wir haben hier auch an dieser Stelle die Möglichkeit, im Videoaufnahmemodus zumindest bis zum maximalen Aufnahmemodus Full-HD-Bereich, das heißt 1920x1080 Pixel, vorzudringen und dort Videos aufzunehmen. Und das sind dann erstmal die Bereiche, die wir uns auch auf der Vorder- und Rückseite sozusagen angucken müssen. Hier haben wir nochmal einen kleinen Lichtsensor. Dann haben wir hier, wie gesagt, Frontkamera, die wir gerade besprochen haben. Wir haben hier den Lautsprecherzwilling für die Telefonie. Und unten finden wir das Bedienfeld bzw. den Home-Button, der zugleich auch als alternative Entsperrmethode benutzt werden kann. Das heißt, wir haben hier einen Fingerprint-Sensor, der dort mit integriert wurde. Was wir hier nicht sehen können, wir haben eigentlich neben diesem Home-Taster transparent, wie man hier sieht, noch zwei einzelne kleine Tasten. Die sind nicht physisch, die haben keinen physischen Druckpunkt, die sind digital und funktionieren per Touch. Das ist einmal der Zurück-Button und einmal der Task-Launcher, wie wir es von Android eigentlich kennen. Die beiden Druckknöpfe kann man hier aber optisch erstmal nicht sehen. Die wird man nur sehen, wenn man das Gerät auch wirklich einschaltet. So viel erstmal zum Smartphone an sich. Das Ganze läuft im Übrigen mit Android 6.0. Ich habe, als ich das Gerät das erste Mal gestartet habe und einmal einen Blick darauf geworfen habe, noch keine Funktion oder kein Update, keine Update-Benachrichtigung für 6.0.1 erhalten, was auch nicht allzu schlimm ist. Aber generell muss man dazu erstmal sagen, aktuelles Android, überzogen eben
mit dem MI7, das heißt mit dem User Interface von Xiaomi. Das ist in der aktuellen Version dort drauf gespielt worden. Und wenn wir uns die Leistung näher ansehen, den Akku haben wir uns ja bereits angesehen, wenn wir uns die Leistung näher ansehen, dann haben wir hier einen Qualcomm Snapdragon 820 Prozessor. Der ist also relativ aktuell und findet man auch in vergleichbaren Geräten. CPU-Taktrate liegt bei 2,15 GHz. Das heißt, das ist schon eine Leistung, mit der man ganz gut arbeiten können sollte. Gepaart ist das Ganze zumindest in diesem Gerät mit einem Arbeitsspeicher, der 3 GB groß ist. Das war es dann also erst einmal von dem Smartphone an sich. Jetzt werfen wir natürlich einen Blick in den Lieferumfang. Wir finden als erstes in diesem kleinen Tütchen einmal ein Datenübertragungskabel, einmal zum Aufladen des Akkus, andererseits natürlich zum Datenübertragen, und wie man hier sehen kann, haben wir hier einen USB-C-Stecker. Mit Schnellladefunktion, wie gesagt, dann haben wir hier einmal einen Netzadapter, wie man hier sehen kann, hat Xiaomi zumindest dort versucht, sich die Möglichkeiten auch teilweise für den europäischen Markt offen zu halten. Denn wenn wir dort einmal uns weiter umsehen, haben wir hier nochmal einen Adapter für die heimische Steckdose, können den also dort aufstecken. Das sieht vielleicht nicht super ästhetisch aus, aber es geht dort erstmal um die Funktion und können damit eben auch bei unserer Steckdose zu Hause das Ganze anschließen und aufnehmen. Übrigens, die kleine Buchse, USB 2.0 Übertragungsbuchse, die befindet sich hinter diesem kleinen Sticker dort. Dann gucken wir noch weiter. Wir sehen hier einmal das kleine Zubehörtool, das kleine Werkzeug und ansonsten nochmal ein User Guide, das heißt nochmal eine Kurzanleitung mit den wichtigsten Sachen in ja, eigentlich nahezu allen Sprachen. Und das war es dann insgesamt auch schon von dem Lieferumfang, den wir hier bei dem Xiaomi Mi 5 sehen. Wir werden jetzt abschließend noch einfach einmal dieses kleine Zubehörtool, das kleine Werkzeug herausholen, es vorsichtig einmal hier einstechen, den Schlitten herausholen und sehen dann, dass wir hier, zack, insgesamt 2 Nano-SIM-Karten einfügen können. Das heißt, wir können dieses Gerät als Dual-SIM-Smartphone betreiben. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, den internen Speicher dort noch zu erweitern. Und das waren sozusagen die Abschlussworte für das kleine Unboxing und den ersten Eindruck mit dem Xiaomi Mi 5. Ich bedanke mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.